Herzlich willkommen zu unserem heutigen Workshop, das Universal Safety Format zur automatisierten Generierung von sicherer Software hier beim FZI Open House. Mein Name ist Alexander Fiehl und ich habe hier eine Doppelrolle. Zum einen moderiere ich die Session, zum anderen werde ich auch inhaltlich in das Thema einführen. In dieser Session haben wir weiterhin zwei Kollegen, mit denen ich und auch viele andere gemeinsam in einem Förderprojekt genannt SafeVI daran geforscht haben, wie man sichere Software und Safety-Software in so einem modellbasierten, automatisierten Flow generieren kann. Der zweite Sprecher in der heutigen Runde ist Dr. Klaus Birken, der Softwarearchitekt und Berater ist und seit über 20 Jahren in verschiedenen Projekten sich aktiv mit modellbasierter Softwareentwicklung, domänenspezifischen Sprachen, formalen Methoden und Softwarearchitektur beschäftigt. Insbesondere setzt er dabei auf die Plattformen Eclipse und JetBrains, MPS. Dr. Birken ist Gründer und Maintainer des Open-Source-Projekts Franka zur Modellierung von Software-Schnittstellen und er ist auch an vielen Stellen Vortragender auf internationalen Konferenzen und Autor vieler Veröffentlichungen, beispielsweise des Buchs Basiswissen Software-Architektur und zudem ist er auch Co-Lead des ITEMIS-Standorts in Stuttgart. Dann haben wir noch den Michael Benkel von der Scopeset GmbH als Sprecher in der Runde. Er ist studierter Nachrichtentechniker und hat dann verschiedene Stationen gemacht als Entwicklungs-App und Field Application Engineer, beispielsweise bei Nixdorf, bei Interactive Development Environments und bei Ionix. Und Themen sind dabei auch immer so durchgängige Digitalisierung und bei verschiedenen Themen auch wie Model-Based Software and Systems Engineering. Und seit 2006 ist Michael Benkel Geschäftsführer der Scopeset Technology Deutschland GmbH und arbeitet dort weiterhin im Bereich Model-Based Software and Systems Engineering, in Kundenprojekten, allerdings auch in internationalen Forschungsprojekten, so wie wir jetzt hier Ergebnisse sehen. Ich habe schon gesagt, mein Name ist Alexander Fiehl. Ich bin studierter und promovierter Informatiker, seit über 16 Jahren am FZI und beschäftige mich mit dem ingenieurmäßigen Entwurf intelligenter technischer Systeme. Da spielt natürlich die Sicherheit eine stärkere Rolle, weshalb wir heute uns auch entschieden haben, hier einen Workshop anzubieten zum Thema USF zur Generierung der sicheren Software. Ganz kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Sie haben ja dieses Online-Tool und die Möglichkeit, auch an die verschiedenen Stellen Fragen zu stellen. Fragen bitte per Chat stellen und dann vielleicht auch noch die Hand heben, sodass wir sie schnell identifizieren können. Und wir würden Sie dann an einer geeigneten Stelle auch dann tatsächlich die Fragen zulassen, in dem Sinne auch, dass Sie dann die Frage, die Sie dort angedeutet haben, auch nochmal auf der Tonspur stellen können und so mit den Experten ins Gespräch kommen. Gut, sehr schön. Dann möchte ich ganz kurz nochmal zeigen, was Sie in diesem Workshop erwartet. Zum einen, das erste Ziel ist, dass wir das generelle Konzept zur automatisierten Generierung von Safety-Software vorstellen. Dazu nutzen wir eine Modellierungssprache, das sogenannte Universal Safety Format, und möchten das Ganze dann nicht nur theoretisch erläutern, sondern tatsächlich auch hands-on zeigen, wie man das Ganze mit den Werkzeugen, die entwickelt wurden, zu USF und praktischen Beispielen umgesetzt wird. Von der Zeitlinie, also ich werde jetzt ca. 20 Minuten Überblick geben, nicht nur in die USF, sondern beispielsweise auch in diese gesamte Safety-Thematik, Safety-Software-Thematik. Dann gibt es halt die 45 Minuten verschiedene Tools, die zeigen, wie man das Ganze nutzen kann. Und dann haben wir nochmal so einen Slot von ca. 10 Minuten, bei dem man Fragen stellen kann und Feedback geben. Nichtsdestotrotz, wenn es zwischendurch dringende Fragen gibt, kann man die auch zwischendurch hier in die Runde einbringen. Gut, ich hatte es jetzt das Wort schon mehrfach verwendet. Funktional sichere Software, was ist das Ganze? Grundsätzlich, wenn man sich den Begriff funktionale Sicherheit anschaut, ist das halt eine Sicherstellung, dass das beabsichtigte Verhalten der Zielfunktion auch erreicht wird oder dass zumindest ein sicherer Zustand erreicht wird, wenn ein zufälliger oder auch ein systematischer Fehler auftritt. Das beispielsweise in verschiedenen Applikationsdomänen eigentlich ähnliche Vorgehensweise, dass wenn wir jetzt eher so im Bereich Robotik sind, wie auf dem Bild rechts oben, dass so ein Roboter beispielsweise auch den Menschen nicht gefährdet, wenn er denn in Betrieb ist. Aber auch, dass wenn jetzt in einem beispielsweise einem automatisierten Fahrzeug irgendwo ein Fehler auftritt, beispielsweise, dass irgendwo im Speicher was korrumpiert wird, dass das nicht automatisch zu einem Unfall führt, sondern dass tatsächlich entweder der Fehler erkannt wird, dass der Fehler behandelt wird und ein sicherer Betrieb durchgeführt werden muss.
Und was wir an dieser Stelle dann sehen, ist, dass eine sogenannte Safety Software die funktionale Sicherheit sicherstellt, wodurch den Einsatz von sogenannten Safety Mechanismen, und dass eine funktional sichere Software sowohl die Safety Software beinhaltet als auch die funktionale Software. Das heißt, dass das Ganze zusammengebaut ist. Und warum braucht man das eigentlich alles? Und warum brauchen wir? Wir haben ja von Automatisierung gesprochen. Und zwar, wenn man das Ganze sich so anschaut, so eine Entwicklung von Safety Software, dann sieht man das häufig so. Also wir haben jetzt hier so Großraumbüros mit vielen Arbeitsplätzen, an denen halt die Personen sich nicht nur um die funktionale Software kümmern, sondern auch halt um diese Safety Software. Und was dort gemacht wird auf verschiedenen Ebenen, also sei es auf sehr, sehr hardware-nahen Ebenen, als auch auf, sage ich mal, höheren Ebenen, ist, dass immer und immer wieder Muster auftauchen, um halt Safety von so einer Software sicherzustellen. Und das Ganze wird halt häufig auf verschiedenen Ebenen neu implementiert, teilweise sogar auf der gleichen Ebene an anderen Stellen wieder neu implementiert, um halt angepasst zu sein für ein Setting oder für ein gewisses Szenario. Und in diesem Prozess tauchen auch die sehr, sehr ähnliche Safety-Mechanismen ein, die auf verschiedenen Abstraktionsebenen, wir haben das hier Domänen genannt, umgesetzt werden. Also beispielsweise auf einer sehr, sehr frühen Ebene, High-Level, vielleicht so auf so einem modellbasierten Flow, so mit vielleicht so einem SysML oder vielleicht auch Simulink-Flow, aber auch auf niedrigen Ebenen, wenn das dann eher so sind, auf C-Code oder vielleicht auf Assembler. Und daraus sehen wir halt auf dieser horizontalen, aber auch auf der vertikalen Ebene, gibt es ein sehr, sehr großes Potenzial für eine Automatisierung des Ganzen. Und das Konzept der Universal Safety Formats ist halt, dass wir eine strikte Separierung haben der Funktionalität auf der einen Seite, aber auch diese Safety-Sicht und der Safety-Mechanismen auf der anderen Seite. Dann aber aus einer Spezifikation heraus Safety-Mechanismen automatisch generieren können und dann auch beides miteinander kombinieren. Das heißt, der Zusammenbau von Safety-Mechanismen mit dieser funktionalen Software. Und das Ganze verspricht halt beschleunigte Entwicklung der funktional sicheren Software, eine Versteigerung der Qualität, aber halt eine signifikante Reduktion der Kosten und der Entwicklungsaufwände. Um zu verdeutlichen, wie das jetzt in der Praxis aussehen kann, hier ein schematisches Beispiel von einem System aus dem Bereich Automotive, so eine Adaptive Cruise Control. Das könnte man aber auch, sage ich mal, vielleicht im Industrieautomatisierungskontext mit einer Ernährungssensorfunktionalität beschreiben. Das heißt, im klassischen Entwicklungsablauf starten wir hier von mit funktionalen Anforderungen und aus welchen wir eine funktionale Spezifikation ableiten. Also beispielsweise hier für so eine ACC-Regel wäre das hier so ein PI-Controller oder ein anderer Controller, der halt Informationen bekommt von einem Geschwindigkeitssensor und von einem Radarsensor. Geschwindigkeitssensor halt, um die aktuelle Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs festzustellen. Radarsensor, um Abstand und Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Sensors zu berechnen. Und dann halt über den Control-Law eine Ansteuerung eines Motors zu realisieren. Und das Ganze, wenn man das dann runter implementiert, kommt man halt auf so eine ACC-Kontrollsoftware, die auf einer Hardware-Plattform realisiert ist und die dann halt eine funktional sichere ACC-Software werden soll. Schematisch kann man sich das anschauen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Geschwindigkeit und die habe ich über die Zeit. Das heißt, es ist wahrscheinlich das vorausfahrende Fahrzeug ist viel langsamer als ich. Dann habe ich jetzt einen Unterschwing. Das heißt, es wird stark gebremst und dann wird halt wieder leicht beschleunigt, um dann halt eine gewisse Zielgeschwindigkeit zu haben, um halt bei einer festgelegten Geschwindigkeit im festgelegten Abstand einem Fahrzeug zu folgen. Und was halt natürlich, weil die Software ja auf so einer Hardware-Plattform läuft, ist es halt so, dass gewisse Safety-Gefahren durch zufällige Hardware Fehler auftreten können. Also beispielsweise, wir haben jetzt so einen transienten Fehler, das heißt, es flippt irgendwo ein Bit, zum Beispiel im Speicher, aber es könnte auch ein permanenter Fehler sein, es ist Stuck at, dass vielleicht eine Leitung dauerhaft auf ein 1 oder ein logisch 0 gezogen wird. Und deshalb haben wir parallel in dieser funktionalen Entwicklung auch so eine Safety-Aspekte, das heißt, sehr früh zu meinen funktionalen Requirements muss ich auch Safety-Requirements binden. Und angeben, was muss dann an Safety-Zielen erreicht werden, aus welchen ich halt eine Safety-Spezifikation ableite, parallel zur funktionalen Spezifikation, die sich halt
bedient auch an gewissen Safety-Maßnahmen, die auf der Hardware-Plattform bereitgestellt werden. Das können beispielsweise sein, dass vielleicht zwei Prozessoren oder Cores zur Verfügung stehen, die auch noch getrennt sind, um gewisse Redundanzeigenschaften zu realisieren. Oder dass zum Beispiel Interrupt-Control-Units eingebaut sind, die sich vielleicht auch noch selbst testen lassen. Und was dann üblicherweise in der Industrie gemacht wird, ist halt von dieser Safety-Spezifikation eine manuelle Implementierung der Software-Safety-Mechanismen, die dann auch noch zusammengebacken werden oder sagen wir händisch miteinander integriert in so eine funktional sichere ACC-Software. Und ja, da muss man natürlich schauen. Zum einen haben wir hier halt das zeitaufwendige, die manuelle Implementierung. Und zum anderen ist halt in so einem Flow, das sieht jetzt zwar so schön separiert aus, aber häufig ist es halt nicht separiert. Das heißt, ich, sage ich mal, Anführungsstrichen, verschmutze auch meine funktionale Software oftmals mit Safety-Eigenschaften, sodass dann eine geringere Wiederverwendung gegeben ist. Schaue ich mir das Ganze jetzt mal an auf C-Ebene, wie so eine ACC-Software aussieht. Das heißt, im unteren Teil habe ich hier halt diesen PI-Regler. Und im oberen Teil habe ich halt insbesondere Variablen, die deklariert sind, beziehungsweise wo halt die Beschleunigung berechnet wird. Und was halt hier an verschiedenen Stellen sein kann, ist, dass zum Beispiel durch so einen Hardwarefehler, dass eine Variable, die hier abgelegt wird, dass die halt verändert werden kann. Und genau, es kann beispielsweise auch sein, dass in der Bearbeitung halt irgendein Software-Error auftritt und dass dann sozusagen der Wert, der an den Motor geschrieben wird, manipuliert wird. Und da kann man sich sehr leicht vorstellen, wenn sozusagen das Vollgas oder eine Vollbremsung eingeleitet wird, dass dadurch auch sehr, sehr schnell schlimme Unfälle passieren können. Was würde man jetzt machen, um die ganze Software sicherer zu machen? Beispielsweise würde man sich überlegen, dass man hier einen redundanten Code hinzufügen würde. Das heißt, man würde die Variablen, die hier oben deklariert sind, also beispielsweise auch dieses Fehlerintegral, da gäbe es eine duplizierte Variable und dann auch diese Integration dieser ganzen Geschichten, die würden dann auch dupliziert, sodass man dann im Endeffekt zweimal dieselben Berechnungen hätte und dann vergleichen würde, ob beide Berechnungen dasselbe Ergebnis liefern. Und falls nicht, dann könnte man ja zum Beispiel auch zurückgeben, dass ein Fehler aufgetreten ist, der dann auf einer höheren Ebene behandelt werden muss. Und wenn beide Variablen dasselbe Ergebnis geben, dann wird dann sozusagen tatsächlich das berechnete Ergebnis an den Aktuator weitergegeben, um dann halt beispielsweise zu beschleunigen oder zu bremsen. Wie würde das Ganze denn strukturell aussehen? Also wir hatten jetzt gerade so einen Safety-Mechanismus beschrieben, einen sehr, sehr einfachen. Das ist so eine Dual Modular Redundancy. Das heißt, wir haben eine doppelte Ausführung derselben Funktion mit denselben Eingabegrößen. Und danach werden die Ergebnisse verglichen, was ja üblicherweise beim Vergleich zu zwei Ergebnissen führen kann. Das heißt, zum einen, die sind identisch, dann wird das Ergebnis weitergegeben, weil ja beide parallelen Ausführungen oder Berechnungen dasselbe Ergebnis gegeben haben. Und wenn es dann halt Abweichungen gibt, das heißt, beide Ergebnisse der duplizierten Funktion sind nicht, liefern nicht das identische Ergebnis, dann kann halt ein Error-Handler auf höherer Ebene aufgerufen werden, der dann beispielsweise zu diesem Zeitpunkt entscheidet, dass der Motor jetzt nicht anders aktiviert wird oder vielleicht noch eine weitere Informationsquelle zu Rate gezogen wird. Wie würde das Ganze jetzt in dieser Denke, in diesem Konzept der USF aussehen? Das heißt, wir haben hier eine Berechnung mit einer gewissen Variable, die als Eingabe hereinkommt und ein Ergebnis herausschreibt. Und ich würde annotieren in einer dieser Sprachen der USF, dass eine gewisse Safety-Maßnahme auf diese Komponente anzuwenden ist. Das wäre halt hier dieses Dual Modular Redundancy, DMR. Habe in der USF Transformationen, die dann zu einer resultierenden, sicheren Softwarefunktion dieser Berechnung führt. Das heißt, was wir hier sehen, ist, wir haben eine Replikation dieser zweiten Funktion, dieser Funktion, die die eigentliche Berechnung durchführt. Wir haben davor ein Auftrennen oder eine Replikation der Eingabevariablen, haben eine zusätzliche Komponente, einen Komparator, der, wie gesagt, wenn beide Komponenten dasselbe Ergebnis haben, das Ergebnis ausschreibt. Wenn nicht, über einen generierten Error-Port einen Error-Handler aufruft, der dann je nach Szenario, je nach Safety-Spezifikation eine gewisse weitergehende Aktivität triggert. Schauen wir uns das Ganze nochmal in so einem Flow an, der jetzt sozusagen der verallgemeinerte Flow ist des Universal Safety Formats. Das heißt, ich habe hier für meine Domäne,
Das heißt, für was wir davor definiert hatten, für meine Abstraktionsebene oder für meine Spezifikation oder Implementierungssprachumgebung, einmal die Ebene der Funktionalität und einmal die Ebene der Safety. Ich habe, wie auch im klassischen Flow gesehen, wir haben funktionale Anforderungen, die mit Safety-Anforderungen matchen. Wir haben eine funktionale Spezifikation, die mit Safety-Spezifikationen matchen. Was wir aber zusätzlich haben, ist unabhängig von dieser domain-spezifischen Ebene eine generische Ebene, die anwendbar ist auf alle Ebenen. Deshalb auch der Name universales Safety-Format, die eine Auswahl gestattet von verschiedenen Safety-Mechanismen, die in einer Bibliothek vorgehalten werden, um eine Safety-Spezifikation zu erstellen. Und um dann später auch die funktionale Software mit beispielsweise ihren Komponenten auf Ebene der OSF allgemein als Repräsentation vorzuhalten, um sozusagen eine funktionale Repräsentation dieser OSF-Ebene zu halten. Darauf erfolgen dann Transformationsschritte, welche zum einen die ausgewählten Safety-Mechanismen nutzt, aber auch die Repräsentation der Funktionalität, um dann halt ein Safety-Modell auf Seite der OSF zu haben, was im Endeffekt einer Safety-Software entspricht. Und das Ganze wird dann mit dieser normalen funktionalen Software, die klassisch entwickelt wird, miteinander verwoben, um danach zu einer funktional sicheren Software zu kommen. Und jetzt schauen wir uns genau nochmal diesen Ausschnitt an. Das heißt, im Zusammenhang Safety-Spezifikation, Safety-Software und Safety-Mechanismen zu Safety-OSF-Modell und das halt auf verschiedenen Domänen. Das heißt, der Ablauf wäre folgendes. Ich habe jetzt hier in meiner Domäne meine initiale Funktionalität und suche mir halt einen aus einer Bibliothek, einen gewünschten Safety-Mechanismus aus. Das wäre an dieser Stelle wieder dieses recht einfache Beispiel mit dem DMR. Es gibt allerdings auch viel, viel komplexere Beispiele und Maßnahmen. Das sehen wir nachher in den Tooling-Demos. Dann wird die Funktionalität auf dieses generische USF-Format abgebildet, um dort tatsächlich eine Repräsentation zu haben von den Aspekten, die relevant sind, ohne Implementierungsdetails in der Domäne zu berücksichtigen. Das heißt, hier hätten wir ein USF-Modell von dieser funktionalen Komponente mit diesen Deklarationen und Berechnungen. Und danach würden halt die Safety-Mechanismen via Transformation, einer Transformationssprache, automatisiert in die Software integriert. Das heißt, mit den USF-Transformationen sieht es halt so aus. Ich hätte hier einen oberen Teil, der die Originalsoftware darstellt. Dann habe ich einen Teil, wo dann halt Variablen, Deklarationen und Berechnungen dupliziert sind. Und dann noch die zusätzliche Logik, die sozusagen den Komparator, den Vergleich darstellt, um dann zu entscheiden, halt, ob so ein Error-Handler getriggert wird oder ob alles okay ist. Und diese Sachen würden halt als sichere Funktionalität automatisch generiert aus dieser Spezifikation, Safety-Maßnahme und Anwendung auf eine gewisse funktionale Komponente. Und das Ganze gibt es dann halt nicht nur, wenn ich jetzt anfange, das hatte ich anfangs erläutert, nicht nur jetzt beispielsweise für C-Code, sondern auch auf zum Beispiel abstrakteren Ebenen. Das heißt, wenn ich hier eher in so einem SysML-Flow bin, das heißt, ich habe Ports, die vielleicht auch noch gerichtet sind, nichtsdestotrotz hier auch Variablen-Deklarationen, dass auch hier dieselbe Safety-Maßnahme anwendbar ist, um es über so eine USF-Transformation in eine sichere Funktionalität oder hier eine sichere Spezifikation einer sicheren Funktionalität abzuleiten. Also auch hier hätte ich wieder die duplizierten Komponenten, hätte einen Voter oder halt so eine Mehrheitsentscheidung. Das kann ja nicht nur mit zwei, sondern auch mit drei sein. Dann hätten wir eine Triple Modular Redundancy und dann halt auch wieder so ein Ausgangsergebnis zu haben und dann vielleicht auch noch irgendwo ein Error Handling. Gut, und ganz kurz in der Nutshell, was macht eigentlich die USF aus? Wir hatten ja auch schon gezeigt, ganz am Anfang, dass halt viele Akteure hier im Bereich modellbasiertes Software- und Systems Engineering unterwegs sind. Das heißt, auch an dieser Stelle haben wir ein Metamodell entwickelt, entworfen, erforscht, das genau diese USF und die notwendigen Konzepte repräsentieren lässt. Das heißt, da gibt es ein Kernmetamodell, was ganz grundlegende Elemente und insbesondere so ein Typensystem repräsentiert. Die grundlegende Funktionalität bzw. die grundlegenden Komponenten werden durch Blöcke dargestellt, die dann so eine generische datenflussbasierte Modellierung darstellen kann, also mit Blocks, Ports und Verbindungen dazwischen. Es gibt aber auch Erweiterungen für Kontrollfluss,
basierte Systeme. Das heißt beispielsweise, dass man Kontrollflussanweisungen darstellen kann und Signale. Und dann natürlich, was ganz wichtig ist, dass es auch eine Repräsentation gibt und Modellierungsmöglichkeiten für Safety-Mechanismen und wie diese in Bezug stehen zu Elementen des Systems. Zusätzlich, um das auch insbesondere in verschiedene Entwurfsabläufe integrieren zu können, gibt es auf eben dieser Sprache verschiedene Stereotypen, mit denen man das Ganze dann auch zum Beispiel für eine eigene Code-Generierung oder auch eine Einbindung in verschiedene Modellierungsumgebungen, seien sie kommerziell oder in-house, integrieren kann. Im Zusammenhang mit dieser OSF ist auch eine ganze Reihe von Werkzeugen entstanden, die eins gemeinsam haben, dass sie an so einem Austauschformat für die OSF, das ist ein XML-Format, dass die damit genutzt werden können. Das ist ein gemeinsames Austauschformat, ist halt, um OSF-Modelle zwischen verschiedenen Umgebungen austauschen zu können. In diesem Training oder in diesem Workshop wollen wir zwei Werkzeuge kurz demonstrieren, auch in ihrer Nutzung. Das eine Werkzeug ist von der Firma Itemis, das ist der Safety Giver. Das ist so eine MPS-basierte Werkzeug, um halt sicheren Code zu generieren und den man ja auch bereits jetzt schon auf verschiedenen Abstraktionsebenen und Domains einsetzen kann. Und dann gibt es halt noch den OSF-Editor von ScopeSet. Das ist halt so ein Eclipse-basiertes, insbesondere grafisches Tool, um OSF-Modelle grafisch anzusehen und auch zu bearbeiten. Gut, sind wir an einem Punkt anbelangt, quasi so die Einleitung und die Hinleitung zu den Konzepten der OSF. Sehr gerne können Sie bereits jetzt Fragen stellen oder wir können es dann auch an den spezifischen Punkten der einzelnen Werkzeuge wieder aufgreifen. Wenn es an dieser Stelle noch keine weiteren Fragen gibt, würde ich vorschlagen, dass wir zur Präsentation des Safety Viva von Dr. Klaus Birken weitergehen. So, hallo, mein Name ist Klaus Birken von der Firma Itemis. Ich stelle heute das Safety Weaver Tool vor, was eine Implementierung ist von den Weaving-Ansätzen, die wir gerade gesehen haben in dem ersten Teil. Jetzt gehe ich mal hier auf Vollbild. So, ich werde ein paar Mal hin und her wechseln zwischen den Folien und dem eigentlichen Tool, weil ich denke, es ist auch sehr interessant, wenn man das Tool mal bei der Arbeit sieht als kleine Demo. Deswegen gucken wir uns das an. Jetzt habe ich aber zunächst mal, also immer von vorne, ich muss mal kurz auf die richtige, die Folien haben wir schon gesehen. So, jetzt sind wir da. Gut, das ist ein Überblick über den zweiten Teil jetzt. Also zum einen werde ich kurz einführen, was ist das Safety Weaver Tooling, wie sind wir dazu gekommen, wie funktioniert das ganz grob. Dann werden wir uns über diese Kernfunktionalität unterhalten, das Weaving auf verschiedenen Ebenen, also Komponentenmodelle oder Code. Und dann gucken wir speziell in die Anwendung von Safety-Mechanismen auf C-Code, weil das, glaube ich, das für viele Embedded Experten, dass der spannende Teil ist. Und dann gucken wir uns da an. Und am Ende noch vielleicht ein, zwei Einblicke, wie diese Transformationen tatsächlich ausgeführt werden. Okay, wir starten mit dem Teil Safety Weaver Tooling. Hier sieht man ein Screenshot, also hat so eine typische IDE-Anmutung, kennt man, wenn man zum Beispiel C entwickelt. Das Ziel des Tools ist, dass man das Weaving von Safety-Mechanismen, so wie es vorhin dargestellt wurde, erlaubt sowohl für C-Code als auch für Higher-Level-Modelle, also sowas wie SysML oder AutoSAR oder proprietäre Komponentenmodelle, die man ja immer wieder sieht in der Praxis. Man will dann, dass die einzelnen Transformationen, die mit OSF entwickelt worden sind, für diese verschiedenen Modelle anwendbar sind. Bei manchen macht es weniger Sinn, weil die vielleicht speziell auf irgendein C-Code-Spezifikum abzielen. Aber bei vielen ist es eben möglich, das übergreifend zu machen, sodass man einmal diese Transformation in der Bibliothek hat und dann eben für verschiedene Domänen anwenden kann. So, wie wird das jetzt spezifiziert, so eine Transformation, so ein Safety-Mechanismus?
Es gibt eine Transformationssprache, die wir auch innerhalb des Forschungsprojekts entwickeln und weiterentwickeln. Da kann man den algorithmischen Teil der Transformation formulieren. Da zeige ich dann auch nachher Beispiele. Das ist eine eigene domänenspezifische Sprache oder DSL, mit der man das tun kann. Dann haben wir ja immer einen domänenspezifischen Anteil. Also wir haben vorhin das DMR-Pattern gesehen. Da gab es einen Komparator. Und wenn ich in dem Komparator irgendwelche Daten vergleichen will, dann muss ich natürlich irgendwie Code beisteuern können, der dieses Vergleichen tatsächlich tut. Und das sind im C-Fall solche Snippets, solche kleinen Codeblöcke, die dann eingebaut werden. Zusätzlich ist es möglich, noch weitere Konfigurationen mit in das Pattern reinzugeben, in diesen Mechanismus. Eine Sache wären da Hardware-Features, die man vielleicht nutzen will, aber es gibt da durchaus noch andere Dinge, wie man solche Mechanismen konfigurieren will. Das Tool selber ist aufgebaut auf einer Open-Source-Plattform namens MPS von der Firma JetBrains. Das kennt der ein oder andere vielleicht. JetBrains ist ein großer Hersteller von einer Vielfalt von Tools für alle möglichen Programmiersprachen. Hier sieht man mal als Übersicht diesen Toolflow, wenn man jetzt nur den Safety Weaver im Zentrum sieht. Also wir haben links zum Beispiel Komponentenmodelle, C-Code, das wäre jetzt die funktionale Software, die rein die Funktion umsetzt, aber noch nicht safety-mäßig angereichert ist. Und was ich jetzt tue, so wie es vorhin schon mal kurz gezeigt wurde, ich annotiere hier an bestimmten Stellen, dass ich diese Stellen mit Safety-Mechanismen bedaten will oder anreichern will. Dazu packt man die Safety-Mechanismen in so eine Bibliothek. Das Format der Bibliothek ist durch das USF-Format eben vorgegeben und Safety Weaver liest dann diese Dinge ein. Ja, man kann in dem Tool auch die Annotationen machen. Dann werden die Mechanismen automatisch eingebaut und was ich erhalte, ist die Software mit den Safety-Mechanismen integriert. Was passiert jetzt in dieser Blackbox, in diesem Safety Weaver Tool? Also man kann die Transformationen ja auf zwei Arten beschreiben. Einmal kann ich so einen Mechanismus beschreiben, hier Option 1, indem ich sage, das soll mein Modell vorher sein und so soll es danach aussehen. Ja, also danach soll irgendwas dupliziert sein oder es soll ein Watchdog eingefügt worden sein. Also so kann ich mein Vorher-Nachher beschreiben. Das Problem an der Variante ist, das Tool müsste selber ausrechnen, wie man von vorher nach nachher kommt. Und das ist im Allgemeinen schwierig. Deswegen haben wir eben Option 2 gewählt, wo es eine Transformationssprache gibt, die imperativ beschreibt, was ich mit dem Input machen muss, um dieses Weaving durchzuführen. Und die Transformationssprache ist wieder so gebaut, dass sie genau mit den Domänenelementen operiert, nämlich Blöcken, Ports, Connections, die man in dem USF-Modell drin hat. Also Safety Weaver verwendet diese zweite Option. Hier ist mal eine Übersicht von den Mechanismen, die wir momentan unterstützen. Jeweils pro Zeile gibt es dann eine Implementierung als Transformationsskript, die dann eben auf verschiedene Spalten angewendet werden kann. Wobei USF Core Modell ist jetzt genau dieses Metamodell, das wir vorhin gesehen haben, also Blöcke und Ports. Unser Ziel ist hier, weitere Spalten hinzuzufügen, zum Beispiel eine SysML-Spalte oder eine Autosar-Spalte und so weiter, die dann auch diese Mechanismen unterstützen. Auf der C-Code-Seite unterstützen wir auch einige Mechanismen, die ich dann nachher noch im Beispiel zeigen werde. Kurz zum Tool MPS, weil wir das als Basis verwenden. MPS steht für Metaprogramming System. Das ist eigentlich eine Language Workbench, also ein Tool, mit dem man domänenspezifische Sprachen bauen kann und auch die editieren kann. Das erlaubt einem eben eine Vielfalt von Notationen zu verwenden. Also nicht nur textuell, wie in so einer typischen C-IDE, wo ich einfach meinen Programmcode habe, sondern ich kann hier viele, viele Notationen in Editoren verwenden und bauen. Und das nutzen wir auch aus, damit das Tool bedienbar wird, unser Safety Weaver. Das Prinzip, das dahinter steht, das möchte ich hier gar nicht so vertiefen, ist Projectional Editing. Das heißt, es gibt ein Datenmodell im Tool, also auch der C-Code zum Beispiel ist als Daten repräsentiert und der Editor projiziert dieses Datenmodell in was Ausführbares. Also man kann sich das durchaus vorstellen wie so ein typisches
PowerPoint-Produkt zum Beispiel. Da haben wir es ja auch so, dass im Hintergrund irgendwo ein Datenmodell sein wird und die Folien, was ich dann auf der Folie sehe, ist eben eine grafische Repräsentation von den Daten im Hintergrund. Und so macht das MPS auch. Nur kann ich eben hier meine Datenmodelle und Metamodelle selbst bauen. Hier sind nochmal einige Beispiele von Notationen. Einige von denen werden Sie dann live in der Demo sehen. Das ist der Toolstack, den wir gebaut haben. Also auf MPS aufbauend haben wir verschiedene Schichten, größtenteils auch Open Source, die uns eben Zusatzfunktionalität geben. Und dann obendrauf ist das Safety Weaver Tool. So, was passiert jetzt beim Weaving? Der Alexander Fiel hat es vorhin schon mal erklärt. Ich will es noch einmal kurz durchgehen, dass man dann auch im Demo weiß, welche Schritte ich da ausführe. Also zunächst mal habe ich mein Input-Modell oder Code. Da annotiere ich die Stellen, wo ich Safety-Mechanismen anwenden will, füge eventuell noch zusätzliche Konfigurationen dazu und dann führe ich das Weaving aus. Und das kann ich machen als Preview für einen einzelnen Mechanismus oder für ein komplettes C-Modul zum Beispiel oder für ein großes Modell oder eben auch als Batch-Job innerhalb eines Build-Prozesses. Wenn das gerade in dem interaktiven Fall, werde ich mir dann angucken, wie sieht denn der resultierende Code aus oder das resultierende Modell. Und wenn mir das dann nicht genügt, aus irgendeinem Grund, kann ich iterieren und kann weitere Annotationen anfügen, die Konfiguration anpassen und so weiter. Das ist der Zyklus, den ein Safety Engineer hier machen kann. Das Schöne ist, wenn das einmal passiert ist, kann ich auch den Code im Nachhinein noch erweitern, ohne dass ich die bisherigen Annotationen verliere. Also der funktionale Teil bleibt unangetastet, ich annotiere nur. So, jetzt wechseln wir mal zum Tool. So. Machen wir das so. Okay. Also was wir jetzt zunächst hier sehen, ist ein einfaches Komponentenmodell. Also das ist jetzt nicht die C-Code-Domäne, sondern eine Komponentenmodell-Domäne. Wir haben in dem Tool bisher noch keine grafische Komponentensprache eingebaut. Das sehen wir dann beim USF-Editor, solche grafischen Blockdarstellungen. Hier in unserem Fall haben wir einfach eine textuelle Darstellung. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo man dieses genannte Dual Modular Redundancy Pattern anwenden kann. Also wir haben hier verschiedene Blocktypen. Das ist ja relativ SysML ähnlich. Sensor, Computation, Actor und noch ein Error Handler. Und jetzt bauen wir die in einem System zusammen mit verschiedenen Blockinstanzen und Connections. Ja, sodass man hier sieht, also wir haben vom Sensor fließenden Daten, eine Datenverbindung in den Compute Actor. Und der berechnet dann irgendwas und das Ergebnis geht dann in den Actor, der dann zum Beispiel einen Motor ausführt. So, jetzt wollen wir das Ganze annotieren, um eine Transformation auszuführen. Und das ist hier schon geschehen. Also an dem Compute-Block hängt hier diese USF-Transformation. Hier haben wir aus einer Liste ausgewählt unseren Mechanismus, den wir hier anwenden wollen. Nämlich, wir wollen hier in Dual Modular Redundancy haben, der dann, hier sehen wir auch ein Pop-up mit einem Hilfetext, der dann eben hier eine Duplikation durchführen will, einen Voter einführen will oder einen Komparator in dem Fall und dann gegebenenfalls einen Error auslöst. Hier die rechte Seite, das sind die Parameter, das ist die Konfiguration. Also ich muss natürlich zum einen sagen, welche Ports, in den Blockmodell gedacht, möchte ich heranziehen für die Duplizierung. Ich möchte auch einen Error-Handler angeben können und dann noch hier zum Beispiel ein Boolsches Flag, das dann die Generierung beeinflusst. So, und jetzt kann ich mit der Annotation die Transformation ausführen und sehe jetzt hier grau hinterlegt, also grafisch hervorgehoben, die Dinge, die das Tool selbstständig ergänzt hat. Und hier sehen wir jetzt, okay, es gibt eine duplizierte Komponente, es gibt einen Komparator, der dann den Vergleich macht und es gibt eine ganze Reihe von neuen Connections, weil wir jetzt mehr Komponenten haben, die jetzt hier verdrahtet worden sind und es gibt einen neuen Block-Type hier unten. Und damit könnten wir jetzt in die Code-Generierung gehen, also in den nächsten normalen Schritt. Ich mache das mal wieder rückgängig und dann sehen wir hier wieder die Transformation.
als Annotation. Ja. Gut, zurück zur Präsentation. So. Jetzt haben wir uns das mal allgemein angeguckt und auch am Beispiel von so einem Blockmodell. Jetzt gucken wir uns das am Beispiel von C-Code an. Die Folie hatten wir vorhin schon gesehen. Ich möchte an das ACC-Beispiel anknüpfen. Also wir haben hier ein Beispiel aus der Automobilwelt, Adaptive Cruise Control, mit C-Code als Implementierung. Also hier haben wir die Spezifikation und hier den C-Code. Und jetzt ist ja der bisherige Ansatz, dass man die Safety-Mechanismen, die ich identifiziert habe, manuell implementiert, sodass ich dann zu meiner funktional sicheren Software komme. Ja, da wollen wir drüber hinweg. Wir wollen das automatisieren. Welche Fehler können das nun sein? Ja, und da haben wir mal hier drei Beispiele auf der Folie. Ein Beispiel ist, in so einem Timer-Interrupt will man sicherstellen, dass der auch funktioniert. Ja, dass da wirklich diese Interrupt-Control-Unit funktioniert. Dafür gibt es einen Safety-Mechanismus, das man automatisiert anwenden kann. Dann hier wird ein Aktuator geschrieben. Wenn jetzt irgendein Soft-Error passiert, sodass dass der Prozessor nicht mehr richtig arbeitet, kann es passieren, dass der Aktuator nicht mehr geschrieben wird. Das ist ein Fall für einen weiteren Software-Mechanismus oder Safety-Mechanismus, nämlich ein Watchdog. Und dann haben wir noch einen dritten Fall. Das ist hier eine Berechnung, die irgendwie durch einen Bitflip oder durch einen anderen Soft-Error korrumpiert werden kann. Und auch das wollen wir prüfen, indem wir eben genau das DMR-Pattern anwenden. So, dann gucken wir uns das Beispiel an. Also hier sehen wir jetzt nochmal den Flow von vorhin, nur jetzt eben mit dem Safety Weaver Tool im Flow enthalten. Also man sieht, der manuelle Schritt fällt weg. Ich nehme einfach die existierende funktionale Software, dazu die Safety-Spezifikation als Annotationen und die Library von Mechanismen. Und dann kann ich die funktional sichere Software generieren. Und jetzt kommen wir in einen längeren Demo-Teil. Gut, die funktionale Software habe ich hier im Tool drin. Wir verwenden hier Embedder, das ist eine C-IDE, auch für MPS, sodass man hier Code editieren kann. Embedder liefert ein erweiterbares C, das heißt, es ist jetzt kein rein textueller C-Code, sondern eben auch schon als Modell repräsentiert. Insofern sehe ich hier zum Beispiel keine Include-Statements, sondern Imports. Ich sehe keine Defines, sondern Alias oder Konstantendefinitionen. Aber im Prinzip ist es normaler C-Code und den kann man hier auch rausgenerieren. So, wenn wir uns jetzt ein Beispiel angucken, wir hatten vorhin diese WriteActuator-Funktion, wo wir jetzt sagen, okay, wir wollen sicherstellen, dass dieser Aktuator regelmäßig auch geschrieben wird. Also wollen wir ein Watchdog-Pattern einsetzen. Das kann ich hier tun, indem ich einmal aufrufe Apply USF Transformation. Jetzt kriege ich genau so eine grüne Annotation und kann jetzt aus der Bibliothek das geeignete Pattern aussuchen. Nehmen wir mal dieses Watchdog 1. Ich kriege hier noch eine Fehlermeldung, weil ich eben noch die Konfiguration machen muss. Ich kriege aber schon Hilfe, sodass ich weiß, was passieren soll. Zum einen muss ich jetzt angeben, wo soll denn der Watchdog getriggert werden? Man könnte es auch defaultmäßig sagen, immer zu Beginn dieser Funktion. Aber in unserem Fall wollen wir das spezifizieren können. Und deswegen kann ich hier im Code einen Marker setzen, den ich irgendwie benenne, Trigger Watchdog, und jetzt kann ich hier oben den Marker referenzieren und kann dadurch sagen, okay, lieber Watchdog-Mechanismus, bau dich an dieser Stelle ein. Was wir noch brauchen, ist, wie auf meiner aktuellen Plattform, also in der Firmware oder in irgendeiner Bibliothek, tatsächlich der Watchdog getriggert wird. Das wird ja irgendein Stück C-Code sein, der das macht, und das kann ich hier auch angeben. Das ist üblicherweise für so eine ganze Produktplattform oder Firmware-Familie vorbereitet, sodass ich hier einfach auch aus einer Bibliothek mein Set-Watchdog-Funktionalität auswählen kann. Da gucken wir dann nachher rein, was das genau ist. So, jetzt bin ich fertig. Und jetzt kann ich zum Beispiel die Transformation mal hier lokal ausführen, um mir das anzugucken. Und man sieht, es ist ein sehr, sehr einfaches Pattern. Ich muss nicht mal was initialisieren. Mein Watchdog ist schon hardwaremäßig bereit.
Und das ist die Zeile Code, die jetzt eingefügt wurde, die eben den Watchdog regelmäßig triggert. Ich kriege hier eine Traceability noch mitgeliefert. Also ich habe hier weiterhin einen Link auf das angewendete Pattern und ich habe Kommentare, die mir sagen, welcher Code da eingefügt wurde und warum. Ich kriege hier auch noch Kommentar vom Safety-Mechanismus selbst. Das war jetzt ein Beispiel. Ich habe dasselbe Beispiel schon mal vorbereitet mit noch einigen Patterns mehr. Hier haben wir den Watchdog nochmal. Hier haben wir aber die Anwendung eines DMR-Patterns, so wie wir es im vorigen Vortrag auch schon gesehen haben. Und jetzt ist interessant, das ist das gleiche DMR, der gleiche DMR-Mechanismus, den wir hier vorhin im Blockmodell auch angewendet haben. Ja. Also das ist wirklich identisch. Das heißt, diese Vorschrift, die da jemand gebaut hat in unserer USF-Bibliothek, kann für mehrere Domänen angewendet werden. Hier muss ich ein bisschen mehr konfigurieren, ja, Input, Output und auch die Implementierung meines Komparators. Aber letztlich sind es ein paar Klicks, um das hier hin zu applizieren. Und wir können es ja mal ausführen. Die In-Place-Transformation und wir sehen, gut, jetzt wurde hier ein Stück Code dupliziert von hier oben. Es wurde der Komparator-Code eingefügt mit dem Fehlerhandling. Es wurde auch der Kontrollfluss verändert, weil wenn wir einen Fehler haben, dann wird der Aktuator nicht geschrieben, sondern es wird per Return übersprungen. Also da kümmert sich dann das Tool drum, das richtig zu verdrahten. Hier unten haben wir noch die Anwendung des dritten Patterns. Da gehe ich jetzt mal, um die Zeit nicht zu sehr zu strapazieren, nicht im Detail drauf ein. Was ich aber noch zeigen will, ist, wenn man hier oben, kann man auch fürs gesamte Modul alle In-Place-Transformationen ausführen. Dann sehen wir hier unten, dass alle möglichen Code-Stücke eingefügt wurden. Aber wir sehen auch, dass zum Beispiel auf Modulebene hier Konstanten gesetzt wurden, die eben nötig sind für meine Safety-Mechanismen. Und was auch passiert, oder hier wurden neue Methoden oder Funktionen eingefügt. Unter Umständen werden auch neue Includes eingefügt, weil man hat ja vielleicht eine Bibliothek, die dann die Safety-Mechanismen unterstützt. Und das kann man hier machen. Gut, werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Wie wird jetzt so ein Mechanismus beschrieben? Da kann ich, gucken wir uns mal hier so einen Mechanismus an, da kann ich einfach hinspringen. Jetzt bin ich quasi in meiner Bibliothek von Transformationen und man sieht, das sieht im Prinzip so ein bisschen aus wie eine Funktion in der imperativen Sprache. Ja, wird dann so aufgerufen mit den Parametern und hier haben wir einen Satz von Operationen auf solchen Blockmodellen. Und was im Hintergrund passiert, ist eben, dass der C-Code in einen Kontrolldatenflussgraph umgewandelt wird und darauf arbeitet dann diese Blocksprache. Wenn ich direkt ein Komponentenmodell bearbeite, wie zum Beispiel AutoSAR, dann habe ich ja direkt schon Blöcke, die ich verwenden kann. Da ist die Abbildung wesentlich einfacher. Jetzt möchte ich noch eine letzte Sache zeigen. Das ist das hier. Wir haben ja vorhin gesehen, da wurde Code eingefügt. Und da gibt es diesen speziellen Editor, um solche Code-Snippets zu beschreiben. Und zwar so, dass sie auch einfügbar sind. Also ich kann hier sagen, ich habe einen bestimmten C-Code und ich habe hier ein Interface, das ergibt sich aus der Beschreibung eines Blocktyps, eines USF-Blocktyps. Und in dem Fall ist er sehr einfach. Ich habe einen Import im Kontrollfluss und ich habe einen Output im Kontrollfluss. Start bis dann und der wird einfach hier ausgeführt. Wenn wir was etwas Komplexeres angucken, zum Beispiel die Beschreibung von unserem DMR, dann sieht man, hier gibt es auch Datenports, die dann hier als Read-Only-Variablen sichtbar sind. Und dann kann ich hier Code schreiben, der eben zwei Variablen vom Typ Float vergleicht und gegebenenfalls einen Fehler auslöst. So, das war die kurze Demo zu dem Tool. Dann gehen wir noch einmal auf die Folien zurück. Aus hier. So, in der Präsentation sind einige Folien enthalten mit der Anschrift Demo. Das sind die, die ich jetzt nicht zeige, weil wir die Demonstration ja gemacht haben. Also das haben wir gesehen, wie die Dinge zusammenhängen. Und damit bin ich mit dem Teil durch. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und jetzt hätten wir wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Gut, es scheint zu diesem Zeitpunkt auch keine Fragen und keine Handhebung zu geben. Da würde ich vorschlagen, dass wir jetzt weiter auf den Michael Benke schalten. So, ich teile mal meinen Bildschirm. Ist bereits geteilt. Okay. Ja, hallo also auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Benkel von ScopeSet und ich möchte jetzt mit Ihnen über die Modellierung von Safety-Maßnahmen sprechen und wie man die Verknüpfung herstellt zu der funktionalen Software. Dazu haben wir im Rahmen von diesem Projekt ein Werkzeug entwickelt mit dem Namen USF Edit. Und ja, zunächst mal die Frage, was ist der USF Edit und wo kann ich ihn einsetzen? Wir haben ja zu Beginn schon mal diesen Flow gesehen, diesen USF Flow, wo man ausgehend von seiner funktionalen Software das Ganze dann überführt in die USF und in der USF wendet man dann, weist man dann seine entsprechenden Safety-Maßnahmen zu. Per Transformation wird das in entsprechend erweitert, also die Safety-Maßnahmen kommen dann zur Anwendung und das Ergebnis bei einer Transformation in das funktionale System ist dann wieder ein abgesichertes System an der Stelle. Und der USF Edit, der ist genau hier auf dieser Schiene zu sehen, USF Model, also hier arbeiten wir mit diesem Werkzeug USF Edit. Was kann ich damit machen? Zum einen kann ich meine funktionale Software in USF grafisch darstellen, also in Form von diesen Blöcken, das werden wir gleich noch im Detail sehen. Ich kann in USF Edit auch meine Safety-Maßnahmen beschreiben, also auch zum Beispiel dieses DMR-Pattern, CRC-Pattern kann ich alle beschreiben in USF Edit und ich kann dann auch noch festlegen, wo diese Pattern dann zur Anwendung kommen, sprich, was möchte ich jetzt durch die entsprechenden Safety-Maßnahmen absichern in meiner funktionalen Software. Der USF Edit basiert auf dem Metamodell, was wir ja im Rahmen der USF entwickelt haben. Und somit kann ich alles das, was wir dort definiert haben, hier auch beschreiben. Also alles hat hier auch eine grafische Repräsentation. Ich habe jetzt hier auf der einen Seite, um Datenflüsse, um Dataflow zu beschreiben, gibt es sogenannte Blöcke, funktionale Einheiten meines Systems, Dataport, Dataflow Connection. Sieht man hier drüben auch an so einem Beispiel, das ist auch wieder das DMR, wo ich halt hier von so einem Splitter, der das Ganze ja aufteilt, hat hier jetzt diese zwei Ports und die schicken das dann hier entsprechend an diese Funktion und zwischen diesen Ports gibt es dann die entsprechenden Verbindungen. Dann zur Modellierung von Kontrollflüssen gibt es eine zusätzliche Erweiterung bei der Definition und der Beschreibung unserer funktionalen Systeme. In USF haben wir festgestellt, dass es manchmal auch Sinn macht, wirklich solche Kontrollflüsse und Datenflüsse in einem Diagramm, in einem Modell zu haben. Und daher haben wir eben das jetzt hier um entsprechende Konzepte erweitert. Da gibt es auch wieder die Blöcke. Es gibt aber jetzt auch hier Control Flow Ports und sogenannte Control Flow Connection. Und wie man das Ganze ist ein bisschen angelehnt an Activity Diagramme aus der UML. Und deswegen gibt es halt noch zusätzliche Knoten wie Fork, Join, Decision, Merge. Hier haben wir mal ein Beispiel dafür. Und wir haben jetzt hier unseren, hier wird jetzt ein Watchdog beschrieben. Also diese Funktion, bevor die aufgerufen wird, wird ein sogenannter WD-Start aufgerufen. Das heißt, der Watchdog wird getriggert.
Und wenn die Funktion mit ihrer Berechnung fertig ist, wird ein WD-Cancel geschickt. Das heißt, der Watchdog bekommt dann die Information, die Funktion ist fertig. Und sobald der WD-Start aufgerufen wird, läuft hier so ein Timer runter. Und wenn natürlich der WD-Cancel vor dem Timer geschickt wird, dann ist alles in Ordnung. Wenn der Timer zuerst runterläuft, wird ein entsprechender Error-Händler aufgerufen, um das Error-Handling durchzuführen. Also so sehen typische Modelle in USF dann aus. Werden wir nachher nochmal im Editor dann direkt sehen. Es gibt dann noch weitere Konzepte, die wir eingebaut haben in das Metamodell und die wir dann natürlich auch im Editor wiederfinden. Das Error Handling haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt also einen Error Handler und spezielle Error Ports, die jetzt hier in Rot dargestellt sind. Um das Block-Port-Konzept zu erweitern zu können, ähnlich wie wir das in der UML ja auch kennen, haben wir Stereotypen mit aufgenommen. Und diese Stereotypen kann ich hier in unserem Typenkonzept definieren. Hier wird jetzt ein Stereotyp beispielsweise Deadline definiert. Und diesen Stereotypen kann ich dann noch sogenannte Parameter zuweisen. Ein Parameter ist immer ein Pärchen aus einem Label, hier zum Beispiel Timeout, und einem Value, den ich später dann einfach zuweise. Und beispielsweise Timeout 10 Millisekunden oder sowas in der Art. Diese Parameter kann ich dann wieder den Stereotypen zuweisen oder eben auch Blöcken direkt. Und wenn ich jetzt so ein Stereotyp einem Block zuweise, wird mir das hier entsprechend angezeigt. Ich bekomme jetzt hier auch angezeigt, welche Parameter ich auszufüllen habe und kann die dann eben über die entsprechenden Properties dann auch ausfüllen. Ja, Hauptkonzept natürlich der USF ist die Definition von diesen Safety Pattern und wie man sie dann nachher auch zuweist. Wir haben dazu so ein Safety Pattern Type definiert und wir sehen das Ganze hier oben jetzt mal grafisch, wie so ein Safety Pattern Type aussieht. Das ist praktisch wie eine Schablone, wo ich jetzt festlege, welche Parameter hat so ein Safety-Pattern? Und diese Parameter werden dann nachher auch ausgewertet von den entsprechenden Transformationsskripten, um die Transformation hin zu einer sicheren funktionalen Software dann durchzuführen. Diese Pattern und die Definition werden wir nachher in der Tool-Demo auch nochmal ausführlich sehen. Ein weiterer Schritt ist dann, wie ich diese Pattern dann zuweise in meinem funktionalen Modell und dazu instanziere ich diese Safety-Pattern-Typen und weise dann die Parameter, die ich hier oben definiert habe, Block, In- und Out-Ports zum Beispiel, sage ich, an welchen konkreten Blöcken und Ports hängt dieses Safety Pattern und wo soll das Safety Pattern dann angewendet werden. Gut, das soweit zu den Folien. Ich würde dann jetzt mal umschalten auf den Editor. Ich hoffe, man sieht ihn. Stellt das eigentlich her. So, hier ist der Editor. Ja, man sieht direkt, dass es eine Eclipse-Applikation ist. Also wir stellen das als Eclipse-Plugin zur Verfügung. Kann man in Eclipse-Modeling-Umgebung direkt sehr einfach installieren. Und der besteht jetzt aus einigen Bereichen hier. Hier drüben dieser Model Explorer,
wo ich dann sehe, welche Modelle habe ich und welche Modellelemente. Hier weiter unten noch so ein Outline-Fenster, wenn die Modelle mal größer werden, damit man sieht, wo man sich genau befindet. Dann hier ganz auf der rechten Seite die Palette mit den einzelnen Symbolen, die ich verwenden kann in dem Editor. Also wir sehen auch hier wieder Block, dann hier die Ports vom Error Handling, den Error Block, Error Data Port, Error Control Flow Port und hier Control Flow, die Dinge, die ich vorhin schon mal genannt habe, Join, Fork, Decision und so weiter. Ich habe jetzt hier einfach mal dieses Adaptive Cruise Control hier in dem USF Edit gezeichnet mit den Blöcken. Ist wie gesagt natürlich ein einfaches Modell, besteht jetzt hier aus diesen beiden Sensoren. Ein Sensor für die Distance und ein Speed-Sensor. Den Controller, der die Abstandsberechnung durchführt und dann hier der Motor, der dann über den Controller entsprechend gesteuert wird. Einfach um mal jetzt zu zeigen, wie man mit dem Editor arbeitet. Ich kann hier mal vielleicht einen zweiten Motor einfügen, wenn das vielleicht ein Hybridmotor ist. Suchen wir dann hier den entsprechenden Typ aus. Das ist auch ein Engine, der dann auch eben entsprechend diesen Port hat, über den ich die Drehzahl regeln kann. Kann dann hier eine Verbindung durchführen, hinzufügen, um jetzt diesen zweiten Motor auch zu steuern. Das ist jetzt so sinnig ist, beide Motoren über den gleichen Port zu betreiben mit der gleichen Drehzahl. Lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich könnte jetzt hier auch zum Beispiel nochmal so ein Error-Block, einen Error-Händler einfügen. Muss ich auch einen Typ zuweisen. Das ist dann vom Typ Error-Händler. Hat dann eben automatisch diesen Error-Port hier, diesen PI-Controller. Würde ich dann jetzt auch Error-Port zuweisen und könnte dann jetzt hier das Ganze verbinden. Also wenn jetzt zum Beispiel das mehrfach nicht funktioniert, dass der Abstand eingehalten wird, dann wird halt ein Error-Händler aufgerufen, der dann entweder das ganze ACC-System dann abschaltet und die Kontrolle wieder an den Fahrer übergibt oder entsprechende Maßnahmen dann ergreift. Also so kann man in dem Editor solche USF-Modelle erstellen. Die Idee dahinter, hinter dem Ganzen ist natürlich, dass man solche Modelle auch, die funktionalen Modelle einfach importiert, entweder per Transformation aus UML oder SysML-Modellen oder in dem Projekt sind auch einige Partner, die direkt solche Modelle dann aus C und C++-Code generieren. Was wir dann hier drüben sehen, ist dann wirklich zum einen so ein XMI-File, was dann angeliefert wird mit dem Modellinformationen. Wir im Editor generieren dann darauf diese Repräsentationssicht. Das heißt, dass man das Ganze grafisch darstellen kann. Man hat dann noch Auto-Layout-Funktion, um daraus wieder ein entsprechend ansprechendes Modell zu erzeugen. So, der zweite Teil, ich habe hier unten noch ein weiteres XMI-File. Das ist praktisch die Pattern-Bibliothek, die wir vordefiniert haben, wo jetzt meine Safety-Maßnahmen drin enthalten sind und die ich dann entsprechend zuweisen kann. Ich habe hier nochmal ein paar weitere Beispiele. Hier das DMR-Pattern, was wir jetzt ja schon mehrfach gesehen haben. So könnte man das praktisch im USF-Edit beschreiben.
das Watchdog-Pattern, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben. Und was jetzt aber wesentlich interessanter noch ist, sind, wie diese Pattern jetzt, diese Pattern-Typen jetzt aussehen. Pro Pattern, was ich anwenden, pro Safety-Pattern, was ich anwenden möchte, habe ich hier eine Schablone, die ich ausfülle. Hier jetzt mal für so ein CAC-Pattern, wo ich dann sage, es gibt hier Modellparameter. Also es gibt einen Block, der einen Sender darstellt, einen Block, der einen Receiver darstellt und eine Connection, die durch das Pattern abgesichert werden soll. Und wir haben dann, kennen dann hier auch noch sogenannte primitive Parameter. Das sind einfach zusätzliche Parameter, die zum Beispiel das Transformationsskript benötigt. Hier gibt es jetzt noch das DMR-Pattern, was wir mal gesehen haben. Beim Safety Weaver haben wir ja sowas in der Art auch schon gesehen, wo wir dann die Pattern-Beschreibung hatten und die entsprechenden Annotationen setzen konnten. Hier haben wir die Pattern-Beschreibung eben grafisch. Ne? Fürs DMR-Pattern habe ich jetzt hier einen Block, auf den das Pattern angewendet werden soll. Dann nachher den Input-Port und den Output-Port. Gut, Watchdog-Example ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, dass ich hier eine Pattern-Definition, einen Pattern-Type definiere und sage, welche Parameter braucht nachher das Transformationsskript, um dann dieses Pattern anwenden zu können. Hier sieht man jetzt einfach mal, wie so ein Pattern zugewiesen wurde. Also ich habe hier ein relativ einfaches System mit einem Sender und einem Receiver. Habe jetzt hier das CAC-Pattern hier eingefügt und jetzt einfach gesagt, hier, das ist der Sender, das ist der Receiver hier hinten und diese Connection soll abgesichert werden. Schauen wir uns das nochmal in dem ACC-Beispiel jetzt hier an. Ich füge jetzt hier einfach mal so eine Safety Measure hier ein, muss jetzt hier auswählen, welche ich möchte und gibt der noch einen Namen, ApplyDMR zum Beispiel. So. So, dann sehe ich jetzt die einzelnen Parameter, die ich hier habe und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Controller hier absichern möchte mit diesem Pattern, dann gehe ich jetzt her und sage, okay, das ist jetzt hier der eine Input-Port, den ich absichern möchte, das ist der andere und das ist der Block, um den es geht, ups. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Output ist natürlich der hier drüben. Und das ist ein Input. So, und somit habe ich dann praktisch das Pattern an diesen Block zugewiesen. Das Ganze wird dann in dem XMI-File abgespeichert und durch eine entsprechende Transformation wird dann eben auf diesen Block Controller dieses Pattern, was ich hier beschrieben habe, dieses DMR-Pattern angewendet. Das heißt, aus dem einen Block finden dann eben diese entsprechenden vier Blöcke plus dem Error-Händler. Also so definiert man Pattern und weist sie zu. Gut, dann komme ich mal zurück zu meinen Folien. Also das war jetzt nur ein ganz kurzer Überblick, wie der
USF Edit funktioniert. Und auch in meinen Folien gibt es ein paar, in meinem Folienvortrag gibt es ein paar Folien, die mit dem Editor Demo gekennzeichnet sind, die einfach das nochmal in Form von Screenshots zeigen, was ich da jetzt direkt im Editor gezeigt habe. Ja, zusammenfassend nochmal, was kann man mit dem USF Edit machen? Zum einen natürlich die funktionale Software in USF visualisieren, um dann festzustellen, wie sehen meine funktionalen Blöcke aus und welche von diesen funktionalen Blöcken möchte ich jetzt absichern. Dann die Möglichkeit, Safety-Maßnahmen zu beschreiben. Wie sehen solche Pattern aus? Wie sehen diese Pattern-Typen aus, die ich dann zuweisen kann? Und wo kommen diese Pattern dann zum Einsatz? Das Ganze kann man dann auch in Form von einem Export in Richtung Dokumentation sich generieren lassen, in Form von Wikipages oder zu irgendwelchen DTP-Systemen. Das war's kurz und schnell, was man mit dem USF-Edit machen kann. Wie gesagt, der USF-Edit ist dann ein Teil von der ganzen Werkzeugkette, wo dann sogenannte Werkzeuge des XMI generieren, man hier die Pattern zuweist und dann die Transformation dann wieder anwendet. Auch an dieser Stelle gibt es jetzt Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wenn dem nicht so ist, würde ich dann wieder an den Herrn Fiel übergeben. So, ich habe, kann man mich hören? Ja. Okay, weil ich habe nämlich leichte IT-Probleme. Zwischendurch ist nämlich hier irgendwie alles eingefroren. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Und zwar, jetzt muss ich noch mal schauen, diesen. Ich hoffe, das klappt. Sieht man meine Folie? Ja. Okay, das ist jetzt nämlich zwar jetzt wieder die falsche Folie, aber ja, genau. Ich wollte mal ganz kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben. Das heißt, wir haben grundsätzlich gesehen, das Konzept für die automatische Safety-Generierung, auch das Verständnis, was verfolgt wurde, was ist Safety-Software, hatten uns ganz kurz mal zeigen lassen, was die Konzepte auch hinter dieser USF sind und haben jetzt eine ganze Reihe praktischer Beispiele gesehen, wie man das Ganze einsetzen kann und wie das Ganze auch mit Werkzeugen unterstützt ist. Frage an dieser Stelle, nochmal die Möglichkeit, tatsächlich in Fragen einzusteigen. Ansonsten, genau, ich weiß auch nicht, warum das hier nicht klappt. Genau, ansonsten können Sie gern jetzt tatsächlich zum gesamten Blog nochmal Fragen stellen. Genau, diese Folie. Wenn es jetzt keine Fragen gibt, möchte ich zum einen verweisen auf die Kollegen. Das heißt, hier sind E-Mail-Adressen sind hier abgebildet. Zum anderen haben wir auch eine Website, die sich im Aufbau befindet, universalsafetyformat.org, auf welcher wir genau sozusagen Entwicklungsschritte des Ganzen, Zugang und Informationen zu Werkzeugen und auch Versionen von dieser USF-Sprache herunterladbar machen. Und jetzt möchte ich gern danken zum einen den Kollegen, die hier vorgetragen haben, also dem Klaus Birken und den Michael Benkel, die uns einen Einblick in die Ergebnisse und ihre Arbeiten gegeben haben. Zum anderen möchte ich
Auch danken den anderen Partnern im Projekt SaferEye, die mittelbar oder unmittelbar auch tatsächlich dazu beigetragen haben, auf diesen Stand der USF zu kommen. Und ansonsten auch an die Zuhörer für die Geduld und dass sie vielleicht nochmal auf uns zukommen mit der einen oder anderen Frage oder Anregung zum Thema. Dann vielen Dank und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das Open House ist jetzt noch nicht vorbei. Das heißt, es gibt im Nachgang noch andere Sessions. Wir können uns auch gern Rückmeldung geben oder was gut war, was nicht so gut war, was Sie vielleicht fürs nächste Jahr auch interessieren würde. Wobei hoffentlich haben wir nächstes Jahr auch die Möglichkeit, uns wieder live zu sehen. Und ansonsten, wie gesagt, noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns ja gleich noch beim Panel.